Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Heute bin ich unterwegs mit dem neuen Hyundai Nexo, einem Fahrzeug mit Brennstoffzellenantrieb, und den zeige ich euch jetzt. Viel Spaß beim Zuschauen. Der Hyundai Nexo, den gibt es seit diesem Jahr, seit 2018, auf dem deutschen Markt. Das ist schon das zweite Brennstoffzellenauto, was Hyundai als Serienfahrzeug auf den Markt bringt. Der Vorgänger war der iX35 mit Brennstoffzelle. Das Fahrzeug habe ich ja schon mal gefahren und euch auf meinem Kanal auch schon gezeigt und vorgestellt. Könnt ihr auf meinem Kanal sehen oder auf meinem Blog www.163grad.de. Da findet ihr alle Elektroauto-Tests auch mit Video nochmal in der Übersicht und auch noch ein paar ergänzende Angaben, die ich vielleicht im Video vergessen habe zu sagen oder nicht gebracht habe. Diesen Wagen Nexo gibt es seit 2018. Ich habe auf verschiedenen Automessen schon mal darin gesessen und mir den angeguckt und fand den eigentlich immer ganz interessant und ganz spannend. Das Auto hat 120 kW Leistung, 163 PS sind das, und das Ganze ist kein Sportwagen, sondern eher ein entspannter Gleiter, sage ich mal. Das ist ein Geländewagen, also ein Fahrzeug dieser SUV-Kategorie, möchte man sagen, oder leichter SUV. Der ist ein bisschen höher als normal. Er ist ein bisschen leicht erhöhte Sitzposition. Das ist ein sehr angenehmes Ambiente hier drin. Das Auto hat aber nur Vorderradantrieb, ist also kein Fahrzeug mit Allradantrieb. Und insofern ist es nicht wirklich geländetauglich. Es ist kein echter Geländewagen wie ein Range Rover oder sowas in der Art. Die Fahrleistung: das Auto fährt 177 Kilometer Spitzenhöchstgeschwindigkeit und die Beschleunigung von 0 auf 100 liegt bei 9,7 Sekunden. Ist also alles sehr entspannt. Und insofern muss ich hier schmunzeln. Dieses Fahrzeug als Testwagen hat Winterreifen drauf und hier ist ein Aufkleber drin. Da steht drauf: maximal 240 Stundenkilometer. Davon träumt dieses Auto. Also diese Geschwindigkeiten erreiche ich mit diesem Auto nicht. Bei dem Design des Hyundai Nexo hat sich Hyundai sehr viel Mühe gegeben. Der Wagen ist aerodynamisch sehr toll gestaltet und wie ihr seht, hat er auch dieses passive Keyless Entry. Das heißt, sobald man mit dem Schlüssel in die Nähe der Türgriffe kommt, geht der Türgriff automatisch raus und man kann einsteigen. Man kann den hier nehmen und einsteigen und hier oben kann man drauf drücken, dann geht es wieder zu, geht der Türgriff wieder rein. Während der Fahrt, wenn ich losfahre, geht der Türgriff natürlich auch rein. Ja, die ganze Form ist sehr aerodynamisch. Das Fahrzeug ist vorne zwar nicht geschlossen, wir brauchen ein bisschen Lufteinlass für die Brennstoffzelle, aber es gibt viele kleine Details, die Türgriffe zum Beispiel oder hier hinten diese Lufteinlässe, wo die Luft hier eingesaugt wird und dann kommt sie hier wieder raus. Das ist alles der Aerodynamik geschuldet. 0,33 ist der CW-Wert dieses Fahrzeugs. Das Auto ist auch von unten komplett verkleidet, um möglichst kraftstoffsparend zu fahren. Der Nexo ist 4,67 Meter lang oder kurz, je nachdem wie man es nimmt. Denn trotz dieser doch relativ überschaubaren Abmessung habe ich innen drin richtig viel Platz. Ich mache mal hier kurz die Beifahrertür auf und setze mich mal hier hinein. Jetzt ist der Sitz relativ weit hinten eingestellt. Also ich sitze hier sehr bequem und sehr entspannt, habe die Beine gut ausgestreckt im Innenraum. Das ist ungefähr auch die Einstellung vom Fahrersitz. Sitzt also überhaupt nicht weit vorn, sondern wie gesagt mit ausgestreckten Beinen. Ich bin rund 1,79, 1,80, also normale Größe. Und jetzt steige ich nochmal hinten ein und dann werdet ihr sehen, dass hier hinten trotz des sehr weit zurückgesetzten Sitzes richtig viel Platz ist.
Ich kann hier ganz bequem sitzen, ohne weitere Einschränkungen, habe genügend Beinfreiheit hier noch und auch sehr viel Kopffreiheit und kann mich hier anschnallen, habe eine Mittelarmlehne, drei Personen können hier hinten gut sitzen und also trotz 4,67 Meter ist hier richtig viel Platz. Und jetzt schauen wir uns noch mal den Kofferraum an. Ja, zum Kofferraum, der geht elektrisch auf, die Heckklappe geht elektrisch auf und wie ihr hier sehen könnt, ist hier auch reichlich Platz, wobei die Ladekante hier doch recht hoch ist. Hier drunter ist auch nur noch ein kleines Fach für einen Verbandskasten, Warndreieck, viel Platz ist hier nicht mehr, ein Reifenkit, eine Abschleppöse. Das liegt daran, weil hier drunter zum einen die Wasserstofftanks sitzen, zum zweiten sitzt auch die Hochvolt-Fahrbatterie noch drunter mit etwas über 1 Kilowattstunden Kapazität, die als Pufferspeicher dient. Das ist also die einzige Einschränkung, wenn es überhaupt eine gibt hier in dem Fahrzeug, dass man hier nicht so weit runter geht im Kofferraum. Ich kann aber die Rückbank umklappen und kann dann gerade auch durchladen. Und ich sag mal, Platz ist hier eigentlich trotzdem genug, trotz des erhöhten Bodens. Natürlich müssen wir auch über das Thema Brennstoffzellenantrieb hier reden, denn das ist ja auch das Spannendste an diesem Fahrzeug. Vorne unter der Haube sitzt die Brennstoffzelle, ein sogenannter Stack. Das ist nicht eine Zelle, sondern ein Stapel, ein Stack von 440 einzelnen Brennstoffzellen, die da zusammen Strom produzieren. Der Strom kommt dann zunächst mal nach hinten in eine Batterie, beziehungsweise auch zum Antrieb. Das kann dieses Auto teilen. Es gibt ein Display, was mir anzeigt, was der jetzt gerade macht, ob er den Strom 1:1 in den Antrieb schiebt, ob er noch Strom für die Batterie über hat oder ob er noch Strom aus der Batterie zusätzlich dazu nimmt. Und ich kann natürlich auch rekuperieren. Das heißt, wenn ich Gas wegnehme, dann geht der Strom zurück in die Pufferbatterie. Diese Pufferbatterie hat rund 1,5 Kilowattstunden Kapazität, also nicht sehr groß. Aber es soll ja nur ein Puffer sein zwischen der Brennstoffzelle und dem Antrieb, um da einen Ausgleich zu schaffen. Im Heck des Wagens befinden sich drei Wasserstofftanks, die zusammen über 6 Kilo Wasserstoff aufnehmen können. Und diese Tanks sind, so wie man das vom Erdgasfahrzeug kennt, so richtig bauchige, runde Behälter, die aber natürlich hier durch den Druck 700 Bar Druck ist da drin, gewissen Sicherheitsstandards genügen müssen. Da kann man bei Hyundai ganz beruhigt sein, denn da haben die sich ziemlich viel Mühe gegeben. Die Tanks haben eine Wandstärke von 4,5 cm und bestehen aus einem Verbund von verschiedenen Stoffen. Die sind schusssicher, das heißt, wenn sie also eine punktuelle Verletzung bekommen, dann platzen sie nicht auf, sondern das würde also dann den Tank nicht zum Bersten bringen. Es gibt Ventile, die auch abschalten, sobald irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und ich weiß es noch von dem Hyundai iX35. Da gab es im Innenraum mehrere Sensoren, die auch gemerkt hätten, wenn irgendwie Wasserstoffteile hier im Innenraum sich befinden und würde dann entsprechend das Auto sofort stoppen und auch diese Ventile absperren. Die Sensoren habe ich hier noch nicht gesehen. Aber ich denke mal, sie sind hier auch verbaut und sie sind wahrscheinlich so verbaut, dass man sie gar nicht mehr sieht. Das Abfallprodukt der Brennstoffzelle sozusagen ist reiner Wasserdampf. Dafür hat der Nexo einen Auspuff und zieht eine kleine Wasserdampffahne hinter sich her. Kann man hier sehr schön sehen. Ja, und wie ist das jetzt mit dem Tanken von Wasserstoff? Wie geht das? Was braucht man dazu? Und wie lange dauert es? Wie gefährlich ist das? Insofern bin ich heute mit dem Hyundai Nexo zu einer Wasserstofftankstelle hier in der Hamburger Hafen City gefahren. Die sieht ganz spektakulär aus und die Form ist der Tatsache geschuldet, dass hier auch Busse betankt werden. Und die sind relativ lang, zum Teil mit Ziehharmonika und müssen hier praktisch rein und gleich wieder rausfahren. Deshalb sieht die so aus.
Hier gibt es zwei Zapfsäulen, eine für Fahrzeuge mit 350 Bar Druck im Tank und eine für Fahrzeuge mit 700 Bar Druck im Tank. Ich bin an die Zapfsäule mit 700 Bar gefahren, weil dieses Auto 700 Bar Betankung braucht. Dann braucht man als nächstes so eine Kundenkarte. Dazu muss man sich registrieren im Internet auf einer Plattform, wo alle Wasserstofftankstellen drauf sind, und sich so eine Kundenkarte zuschicken lassen. Mit der kann man hier tanken. Diese Tankanlage nimmt keine EC-Karte, keine Kreditkarte oder irgendwas, sondern sie nimmt nur diese Kundenkarte. Ja, und jetzt gehen wir als erstes mal da vorne zu dem Terminal und geben die Karte ein und sagen, dass wir hier tanken wollen, und dann kann es auch losgehen. So, jetzt habe ich meinen Zapfpunkt, so heißt es, hier freigeschaltet und gehe wieder zurück zum Hyundai, der hier an dem Zapfpunkt 2 steht. 700 Bar stehen hier dran. Hier drunter ist jetzt der Schnorchel, den brauchen wir gleich. Und hier ist der Tankanschluss auf der linken Seite, wie bei vielen asiatischen Autos üblich. Da stecken wir den gleich drauf. Den nehmen wir jetzt hier raus. So. Stecken ihn hier vorne drauf. Das ist für mich jetzt ein bisschen schwierig, weil ich nur eine Hand frei habe. Mit der anderen Hand halte ich die Kamera. Leg das mal kurz weg. So, jetzt brauchte ich eben beide Hände, um das Teil hier drauf zu stecken. Ist ein riesenlanges Teil, aber ist ganz einfach. Wenn man das drauf gesteckt hat, rutscht dieses blaue Teil nach vorne und verriegelt den Tankanschluss. Es erscheint dann hier so eine grüne Markierung. Und jetzt kann ich hier zur Zapfsäule gehen und kann Start drücken. Da oben steht's. Hier oben steht gleich, was wir getankt haben. Da steht Start. Das drücke ich jetzt mal. Da steht der Preis 9,50 Euro pro Kilo. Und jetzt faucht es hier und los geht's. Der ganze Vorgang scheint relativ schnell zu gehen. Bis zu 5 Minuten dauert das ja nur, wenn der Tank ganz leer wäre. Und eigentlich ist hier nichts viel zu machen. Es passiert auch nicht viel. Es pfeift ein bisschen so ähnlich, als wenn man seinen Reifendruck kontrolliert. Und ich kann aber ganz locker daneben stehen. Weder tritt hier irgendwas aus, noch ist hier irgendwas gefährlich. Also das scheint so ganz einfach zu sein. Kann ich anders sagen. Was man hier merkt, ist, dass der Tankanschluss hier richtig kalt wird. Ne? Das ist ja stark runtergekühlt, der Wasserstoff, und im Grunde genommen wird hier richtig kalt. Ja, offensichtlich hat diese Ladesäule irgendwie leicht an der Marmel, denn sie tankt mir den Wagen nicht voll, warum auch immer. Vielleicht gibt es da einen Trick, aber eigentlich kann man hier nicht viel mehr machen, als die Karte reinstecken und den Schnorchel ran und auf Start drücken. Und ich habe jetzt einmal getankt 1,8 Kilo, einmal 0,7 Kilo, sind kurz über 2 Kilo und der dritte Tankvorgang war 0. Im Grunde genommen müsste da noch ein bisschen mehr reingehen, denn die Tankanzeige zeigt mir an, dass das noch nicht ganz voll ist. Und rein rechnerisch müssten das auch über 3 Kilo sein, die hier im Tank gefehlt haben. Ich habe den Wagen voll aufgeladen von Hyundai oder voll betankt von Hyundai bekommen. Insofern sehe ich das mal als Problem dieser Säule hier heute an. Grundsätzlich funktioniert das, sonst wäre der Wagen ja auch nicht vollgetankt zu mir gekommen. Und das gleiche kennen wir auch von Ladesäulen, die rumzicken, die nicht gehen, die Ladung abbrechen oder wie auch immer. Also das scheint hier bei Wasserstoff auch nicht viel anders zu sein. Da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun, glaube ich. Grundsätzlich ist es aber ein feines Prinzip. Man fährt hier irgendwo ran, tankt und fährt weiter. Interessanterweise hat vor mir hier ein Fahrzeug von Clever Shuttle getankt. Oder ja, getankt muss man ja sagen. Das ist ein Carsharing-Dienst, der gehört, glaube ich, zur Deutschen Bahn, wenn ich das richtig weiß. Die fahren hier in Hamburg mit einer zweistelligen Zahl von Toyota Mirais rum. Und der hat hier vor mir seinen Toyota Mirai betankt. Das ging anstandslos. Also ran, tanken, raus. Das, ich weiß nicht, woran es jetzt hier bei mir liegt. Vorführeffekt, dann auch noch mit der Kamera, ist so. Aber wie gesagt, jetzt habe ich hier 3 Zettel und 3 Tankversuche. Aber für den heutigen Tag reicht es. Ich werde heute Abend, wenn ich von meiner Tour zurückkomme, hier nochmal tanken müssen, weil der Tank dann leer sein wird. Und dann können wir uns ja nochmal angucken, ob das dann besser geht.
Noch ein Wort zur Optik des Hyundai Nexo. Also dieses Auto ist optisch wirklich auffällig. Der sieht, mein Geschmack, totschick von draußen aus. Das macht ganz sicherlich auch die Farbe. Da muss ich einmal gucken. Das ist so ein dunkelblau-grau Metallic. Dusk Blue Metallic heißt die Farbe. Es gibt 5 Farben, eine davon matt, 2 Metallic-Farben. Und das hier ist Dusk Blue, also Nebelblau oder so, wie man das so übersetzen würde. Das ist so ein Blau-Grau-Metallic, da sind ganz viele verschiedene Farben drin. Und der Wagen sieht mit dieser Lackierung einfach hammermäßig aus. Mein Geschmack, muss ich ehrlich sagen. Dazu ist die dunkelblaue Kunstleder-Innenausstattung, das ist alles Ton in Ton gehalten. Man merkt, wenn man mit dem Auto fährt, dass die Leute am Straßenrand sehr bewusst auf dieses Auto gucken und schauen. Das kann man ganz deutlich wahrnehmen. Und da sind auch Leute dabei, die in wesentlich teureren Autos sitzen. Also ich hatte vorhin in Hamburg eine Begegnung mit einer Dame, die saß in einem Maserati Levante. Das ist ein relativ teurer Geländewagen von Maserati. Der sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen und ich hatte so das Gefühl, dass sie ganz erstaunt war, dass dieser Hyundai optisch auch schick aussieht. Ob er jetzt mit dem Maserati mithalten kann, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber der Wagen ist schon geil gemacht. Er hat auch eine enorm interessante Lichtsignatur. Man sieht ja von dem Auto von draußen auch die Scheinwerfer sowie Augen eines Autos. Und das haben sie toll gemacht. Das Tagfahrlicht ist natürlich LED und geht einmal ganz ums Auto rum. Das heißt, ich habe also rechts und links die beiden Scheinwerfer, so eine ganz scharfe LED-Linie. Und das geht um über die ganze Front des Autos. Und wenn das dann so halb dunkel ist und dieses Auto kommt auf dich zu, dann ist das eine Lichtsignatur, die man so im deutschen Straßenverkehr im Moment nicht sieht. Wo man dann wirklich erstmal überlegt, was könnte das für ein Auto sein. Ja, meinen ersten Termin für heute habe ich hinter mir und der war ganz im Norden Deutschlands, noch hinter Niebel, Richtung dänische Grenze. Und deshalb habe ich mir den kleinen Spaß erlaubt und euch mitgenommen und stehe hier an der dänischen Grenze. Das hier ist quasi die Grenze zu Dänemark. Ich stehe jetzt sozusagen in Dänemark. Da vorne ist der Grenzstein. Die Kamera steht noch in Deutschland und der Hyundai Nexo steht auch in Dänemark. Die Fahrt hierher über 200 Kilometer, gar kein Problem. Die Rückfahrt über 200 Kilometer wird auch kein Problem sein. Und dann habe ich noch einen Aktionsradius, mit dem ich meine Termine hier oben fahren kann, sodass ich dann in Hamburg wieder tanke, 5 Minuten, und dann ist das Auto wieder voll und ich habe wieder über 500 Kilometer Aktionsradius. Bis hierhin habe ich einen Durchschnittsverbrauch von 0,9 Kilogramm pro 100 Kilometer gehabt. Autobahn, Landstraße, Stadt. Das klingt doch alles soweit ganz vernünftig, oder? Der Hersteller gibt für dieses Fahrzeug ein Verbrauch an von 0,89 Kilogramm pro 100 Kilometer. Wir fahren ja mit Wasserstoff, das ist ein Gas, und der Verbrauch wird in Kilogramm pro 100 Kilometer gemessen. Diese Verbrauchsangabe ist noch NEFZ, weil das Fahrzeug vor der Umstellung auf den Markt kam. Nach dem neuen WLTP-Zyklus wären das 0,92 Kilogramm pro 100 Kilometer. Das entspricht einer Reichweite WLTP von 666 Kilometern, die mit einer Tankfüllung hier theoretisch möglich sind. Nach dem, was ich hier so ein bisschen erfahren habe bis jetzt, würde ich mal sagen, ist je nachdem, wie man fährt, in welchem Modus man fährt, gibt ja auch so einen Eco-Modus, würde ich mal sagen, 500 Kilometer kommst du damit allemal. Und die Wahrheit liegt irgendwo bei 500 bis 600, knapp an die 600 Kilometer mit einer Tankfüllung, die man hier kommen kann. Das Fahrzeug hat etwas über 6 Kilogramm Wasserstoff an Bord. Und im Prinzip gibt es da eine sehr einfache Faustregel.
1 Kilogramm pro 100 Kilometer. Das ist so ungefähr ein Schnitt, den die Wasserstoffautos eigentlich alle haben. Und 1 Kilogramm Wasserstoff kostet 10 Euro. Nicht ganz, etwas drunter, 59 glaube ich. Aber im Prinzip ist das eine relativ einfache Rechnung. 1 Kilo pro 100 Kilometer und 10 Euro pro Kilo. Also 100 Kilometer fahren kosten mich vom Treibstoff her rund 10 Euro. Das ist ganz einfach im Moment zu kalkulieren. Hyundai stuft dieses Auto als Premium-Fahrzeug ein. Und das ist auch relativ schnell klar, was sie damit meinen, denn in diesem Auto haben sie alles reingesteckt, was sie können. Es ist wirklich alles an Bord, auch an Assistenzsystemen, was es heute so gibt, was man braucht, was man vielleicht auch nicht braucht. Aber es ist schon völlig faszinierend, wie vollgestopft mit Extras dieses Fahrzeug hier ist. Zu den Assistenzsystemen gehören auf jeden Fall mal ein Tempomat mit Abstandsradar. Das kennt man, das heißt, man stellt irgendwo 100 Stundenkilometer ein und das Fahrzeug fährt 100. Wenn ich irgendwo auflaufe auf ein langsameres Fahrzeug, dann werde ich langsamer. Dazu habe ich einen Spurhalteassistenten, der mich in der Spur hält. Das darf man jetzt nicht ganz mit einem Autopiloten verwechseln. Der korrigiert mich, wenn ich an die Spurbegrenzung komme und schiebt mich quasi wieder in die Mitte. Ich soll meine Hände am Lenkrad behalten. Wenn ich die Hände vom Lenkrad wegnehme, dauert es nicht lange. 10 Sekunden schätzungsweise, 10, 15 Sekunden, dann piept er und sagt, nimmst du bitte die Hände ans Lenkrad. Und das Ganze tänzelt auch so ein bisschen. Also der Spurhalteassistent ist ein Spurhalteassistent. Das heißt, komme ich ein bisschen zu weit nach links, schiebt er mich wieder in die Mitte. Komme ich ein bisschen zu weit nach rechts, schiebt er mich da wieder in die Mitte. Ich, gerade wenn die Straße so um die Kurve geht, dann tänzel ich ein bisschen, ja, Hände ans Lenkrad, dann tänzel ich ein bisschen zwischen den Fahrbahnmarkierungen hin und her. Das hat ein Tesla Autopilot zum Beispiel nicht so. Ist nicht schlimm, aber man merkt, dass er ein bisschen mehr auf der Spur unterwegs ist als vielleicht andere Systeme dieser Art. Ja, Tempomat, Abstandsradar. Wir haben den Spurhalteassistent. Ich gucke mal hier auf meine Notizen, denn das kann ich mir so eigentlich alles gar nicht merken. Ich habe einen Totwinkelassistent an Bord. Tolle Sache. Das Fahrzeug hat rundherum Kameras und in dem Moment, wo ich den Blinker setze, kriege ich eine Einblendung hier auf mein Zentraldisplay aus der jeweiligen Seite, aus dem jeweiligen Rückspiegel, eine Kamera, ein Kamerabild und damit wird mir der tote Winkel weggenommen. Das heißt, wenn ich den Blinker setze, sehe ich den Spiegel natürlich, aber ich sehe zusätzlich auch ein Kamerabild aus dem Spiegel, das mir dann nochmal den View gibt, etwas breiter, sodass ich keinen toten Winkel beim Abbiegen habe. Und dazu habe ich noch einen Totwinkelwarner, wenn also ich überholen möchte und da kommt ein Fahrzeug von hinten, dann kriege ich eine kleine Einblendung hier in den Spiegel. Beziehungsweise, wenn ich blinke, kriege ich eine Warnung nach dem Motto, Achtung, du kannst nicht die Spur wechseln, da kommt jetzt gleich einer. Also jede Menge Hightech-Elektronik. Ich habe auch einen Querverkehrsassistenten fürs Rückwärtsfahren. Das heißt, wenn ich den Rückwärtsgang einlege und fahre zum Beispiel aus meiner Garagenausfahrt raus und da kommt dann jemand die Straße runter, dann kriege ich hier eine Warnung. Das Fahrzeug erfasst dieses Querfahrzeug noch bevor ich es sehe. Ja, ich kriege also dann einen kleinen Piepser hier rein nach dem Motto, Achtung, warte, da kommt jetzt einer. Und eine Sekunde später siehst du den auch hinter dir vorbeifahren. Das ist wirklich toll gemacht. Ja, und natürlich gibt es Notbremsassistenten, das heißt, das Fahrzeug überwacht meinen Abstand zum Vordermann. Sollte da irgendwas kritisch werden, leitet er eine Notbremsung ein, auch inklusive Fußgängererkennung für die Stadt. Also da ist alles an Bord, was zum sicheren Fahren heute technisch machbar ist. Ein echt interessantes Feature an dem Hyundai Nexo ist der Einparkassistent. Das Fahrzeug hat ja Kameras rundherum und bietet mir einen Einparkassistenten an. Ich mache das mal. Er hat den ersten Parklücke schon gefunden, die will ich aber nicht. Ich will die da, will ich auch nicht, sondern ich will die nächste, die hier. Man sieht das rechts auf dem Bildschirm, da zeigt er das an. Da müsste er jetzt eine gefunden haben und da will ich rein. Ich drücke dann drauf und habe zwei Möglichkeiten hier. Entweder ich parke jetzt ein oder ferngesteuert. Wir machen mal erstmal das erste, das hier. Nehmen Sie die Hände vom Lenkrad, halten Sie die Parktaste gedrückt. Das machen wir. Und das Auto parkt von alleine ein. Genau diese Parklücke. Gehen wir schon schnell. Er blinkt. Er parkt.
ist ja ziemlich nah ran und jetzt zieht er gerade und ist drin. Wunderbar. Bedienen Sie das Fahrzeug manuell. Das hat schon mal richtig gut geklappt. So, das Ganze geht aber noch eine Spur geiler. Ich drücke wieder den Parkassistenten. Wir suchen eine Parklücke. Wir finden diese hier. Wir parken ein. Wir wollen das ferngesteuerte Parken nehmen. Drücken jetzt die Taste P. Und dann steigen wir aus. So, jetzt sitzt da keiner mehr drin. Ich soll den Schlüssel halten. Und solange ich den Schlüssel halte, parkt dieses Auto, jetzt ohne dass da jemand drin sitzt, automatisch ein. Ja, warum auch immer. Ja, da wollte er nochmal mehr Kontakt haben. So, und dann kann ich vorwärts drücken. Und dann zieht er vorwärts wieder gerade. Na, so ganz hat es nicht geklappt. Aber ich denke, ich habe das gesehen. Vielleicht habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Ich pack Taste auf Schlüssel gedrückt halten. Ja, tue ich ja. Ja, jetzt zieht er auch gerade. So, und dann bin ich drin in der Parklücke. Könnt ihr hier sehen, hat er genau eingeparkt. Geil, oder? Ja, auch im Innenraum hat Hyundai alles unternommen, damit ich mich hier wohlfühle, und hat mir auch eine Bedienoptik gegeben, mit der ich das Auto und die ganzen Assistenzsysteme auch bedienen und nutzen kann. Dazu gehört ein kleineres Display hier vorne direkt vor mir. Das ist ganz gerade, guckt mich an. Dort habe ich so die, naja, die Basics, also wie schnell ich fahre, die Reichweite des Autos, den Tankfüllstand, die Temperatur, ob ich im Eco-Bereich fahre, ob ich zu viel Gas gebe, ob ich regeneriere. Also all diese Themen sind hier abgebildet. Dann habe ich auf der rechts davon ein deutlich größeres Display, auf dem das gesamte Menü des Autos stattfindet, auf dem Apple CarPlay stattfindet, auf dem die Navigation stattfindet und alle anderen Sachen auch. Was sie gut gemacht haben, finde ich, das gibt es also, diese zwei Displays gibt es ja zum Beispiel bei Mercedes auch, da stehen die genau gerade nebeneinander. Das haben sie hier anders gemacht. Das zweite Display hier über der Mittelkonsole hat eine andere Neigung und ist auch so reingedreht und guckt mich als Fahrer ein bisschen an. Ich kann da unheimlich gut reingucken, und die Bruchstelle, wo die beiden Displays praktisch ihre Verbindung haben, die ist ungefähr so breit und schwarz gemacht, denn da genau würde ich sowieso nichts sehen, da ist der Lenkradkranz dahinter. Also der Blick, den ich hier habe, ist ideal. Ich habe das alles voll im Blickwinkel. Darüber ist ein kleines Dach, es gibt keine Spiegelung. Ich kann das auch bei Sonne ablesen. Haben sie wirklich gut hinbekommen. Ja, das Highlight, das Design-Highlight im Innenraum, wovon Hyundai spricht, ist die sogenannte freischwebende Mittelkonsole. Also dieser Apparat hier zwischen mir, der einmal hier so zwischen den Vordersitzen längs geht und eine ganze Klaviatur von Tasten enthält. Ich habe sie nicht gezählt, aber ich komme mir hier drin so ein bisschen vor wie ein Flugzeugkapitän in irgendeinem Airbus XYZ auf dem Weg nach Mallorca. So ein bisschen habe ich das Gefühl, als müsste ich jetzt eine Ansage machen für die Passagiere, die hinten sitzen. Zum einen habe ich hier sicherlich alle Funktionen griffbereit. Ich brauche meine Hand gar nicht zu bewegen. Die Hand liegt quasi schon automatisch auf dieser Knopfleiste. Und es ist auch gut gemacht. Oben habe ich die Grundtasten für die Bedienung. Darunter kommt ein ganzer Bereich für die Heizung. Darunter kommt ein Bereich fürs Fahren und rechts ein Bereich für Menü und einige Assistenzsysteme. Soweit im Grunde genommen alles in Ordnung gemacht. Aber das Teil ist natürlich ein riesiges, mächtiges Teil. Ich weiß gar nicht, ob das nötig getan hätte, so viele Tasten zu haben, und ob es nötig getan hätte, so ein Apparat hier zwischen mir und dem Beifahrer zu bauen. Ehrlich gesagt, gibt auch andere Fahrzeuge wie Porsche, Panamera oder so, die haben das Thema ja auch so. Aber ja, ich weiß gar nicht,
es ist mir ein bisschen zu wuchtig. Ich komme mir so ein bisschen sehr eingebaut vor. Es sieht toll aus, es bedient sich toll, nachts leuchtet das toll, gar keine Frage. Aber mir ist das Teil hier in der Mitte zu wuchtig, das ist mein persönlicher Geschmack. Ich mag es etwas luftiger im Auto, gerade ein elektrisch angetriebenes Auto bietet die Möglichkeit dazu, weil hier zwischen uns nichts stattfindet, weil da im Regelfall kein Kardantunnel ist. Da muss ich mir nicht künstlich so eine riesige Mittelkonsole einbauen, die hier zwischen mir und dem Beifahrer schwebt oder zu schweben scheint. Also das ist mein Geschmack. Wie gesagt, der Geschmäcker lässt sich streiten. Funktional ist es. Ich habe alle Funktionen griffbereit und da, wo ich sie haben soll. Ja, unter dieser Mittelkonsole ist noch ein Ablagefach. In dem Ablagefach ist eine 12-Volt-Steckdose, sind mehrere USB-Anschlüsse und es ist auch ein, wie nennt man das, ein Wireless-Charger für Smartphones. Das heißt, ein neueres iPhone oder ein Android-Samsung-Gerät oder was auch immer, kann ich da einfach drauflegen und es wird alleine durchs Draufliegen schon geladen. Ganz faszinierend, funktioniert dann aber nicht mit Apple CarPlay oder Android Auto. Das heißt, wer das nutzen will, muss dann doch mit dem Kabel anschließen und dann kann man diesen Wireless Charger dort nicht nutzen. Gut, muss man sich dann entscheiden. Das, was hier so piept, das ist der Spurhalteassistent. Ich befinde mich im Moment gerade in einer Baustelle und da sind natürlich ziemlich viele Fahrbahnmarkierungen. Im Prinzip fährt er jetzt auf einer weißen Fahrbahnmarkierung. Die gelbe Fahrbahnmarkierung rechts und links daneben ist die eigentliche Spur. Damit haben heutige Assistenzsysteme unter Umständen Schwierigkeiten. Das ist in Baustellen eigentlich immer so eine 50-50 Chance, ob du tatsächlich jetzt ob er tatsächlich jetzt die Spur hält oder nicht, ist wie gesagt immer ein bisschen Casino. Aber jetzt hier im Moment will er ganz stark nach rechts, weil er wie gesagt von dieser Fahrbahnmarkierung runter will, die in der Mitte ist. Jetzt muss ich so wieder fahren. So, jetzt ist er wieder auf der Spur. Jetzt hat er mich wieder. Jetzt können wir wieder ein bisschen Gas geben. Ja, mein Fazit zum Hyundai Nexo. Also, das ist grundsätzlich erstmal ein super, super klasse Wagen. Da gibt es nichts dran zu deuten. Das Thema Wasserstoff wird natürlich sehr kontrovers diskutiert. Es gibt Befürworter, die sagen, wir brauchen diese Technologie in der Zukunft, weil noch nicht 100% entschieden ist, womit wir in Zukunft die Mobilität gestalten. Es gibt die andere Seite, die sagt, das ist viel zu ineffizient, die Batterie ist viel effizienter. Also zumindest für den PKW brauchen wir den Wasserstoff nicht. Vielleicht für einen LKW, vielleicht für einen Bus. Hier in Hamburg fahren mehrere Wasserstoffbusse zur Probe und der HVV ist damit, glaube ich, sehr, sehr zufrieden. Vor allen Dingen, weil man das natürlich auch relativ schnell betanken kann und so die Busflotte auch relativ schnell wieder im Einsatz hat. Ich halte mich da aus der Diskussion jetzt mal raus. Ich fahre ein batterieelektrisches Fahrzeug. Für PKWs, denke ich mal, ist auch das Thema Batterie sowieso abgehakt. Und Wasserstoff findet dann in anderen Bereichen statt. LKW, Bus, habe ich ja schon gesagt. Das Auto, der Hyundai Nexo, wie gesagt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hyundai hat da eine ganze Menge hineingepackt, was mich gewundert hat. Der Wagen hat zum Beispiel kein Kurvenlicht. Das wäre so etwas, der tolle LED-Scheinwerfer, aber so ein Kurvenlicht hat er leider nicht. Das wäre etwas, was mir da noch aufgefallen ist, was fehlt. Zur Reichweite und zum Verbrauch. Ich habe 0,9 Kilogramm auf 100 Kilometer Wasserstoff verbraucht. Damit entspricht das, was ich gefahren habe. Und ich habe, glaube über 700 Kilometer war ich damit unterwegs. Ich habe Autobahnanteile gehabt. Ich habe Landstraße und Innenstadt gehabt. Es entspricht ziemlich genau dieser WLTP-Angabe. Und damit wäre die Reichweite, die ich mit dem Wagen schaffen würde, bei deutlich über 600 Kilometer. Das ist schon sehr ordentlich und es ist ja auch dann relativ komfortabel, wenn man nach 600 Kilometern einfach an die Tanke ranfährt, kurz diesen Hahn da aufsetzt, kurz tankt und dann wieder weiterfährt. Leider hat das mit dem Tanken in meinem Test nicht so gut funktioniert. An der Vattenfall-Tankstelle hat mir die Tankstelle den Wagen auch trotz drei Versuchen nicht voll gemacht. Der Tank war 90% voll, aber nicht voll.
Ich habe im Verlauf mit mehreren anderen Fahrern von Toyota Mirais gesprochen, die hier in so einem Shuttle-Dienst rumfahren, und die haben mir bestätigt, dass das bei ihren Autos an der Tankstelle genauso ist. Es ist also kein Fehler des Hyundai Nexo, sondern das ist ein Fehler der Tankstelle. Die Tankstelle Schnackenburgsallee war defekt, die Tankstelle Total war defekt. Wir haben also vier Tankstellen, vier Wasserstofftankstellen in Hamburg. Das ist schon eine ganze Menge, wenn ich mir sonst die Karte angucke. Und davon waren zwei kaputt, also die Hälfte der Tankstellen geht nicht und die dritte macht den Tank nicht voll. So geht's nicht. Das ist wie bei Elektroauto mit der Ladeinfrastruktur. Wenn die nicht passt, wenn die nicht stimmt, wenn die nicht komfortabel und einfach ist und funktioniert, dann wird sich das nicht durchsetzen. Ansonsten hat mir der Hyundai wirklich sehr viel Freude gemacht. Es ist ein tolles, entspanntes Auto, entspanntes Fahren. Es ist ein Auto mit einem Preis von 69.000 Euro. Wer will, kann dann noch das Premium-Package buchen. Also auf jeden Fall ein Fahrzeug, wo man über Leasing reden muss. Die Konditionen dafür sind, glaube ich, relativ interessant. Und so würde ich den Wagen auch sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr bleibt an meinem Kanal dran. Es gibt hier Infos über Elektroautos im Test, in der Praxis. Es gibt Berichte von Automessen, zuletzt aus Paris, wo ihr die Neuheiten seht. Und ich werde mich demnächst auch wieder etwas verstärkt um Porträts von besonderen Elektroautos kümmern. Da habt ihr ja ein Porträt schon gesehen von dem Christoph mit dem Fiat 500e. Werde ich sehr häufig darauf angesprochen. Und da wollen wir demnächst mal ein paar mehr Porträts drehen, wo wir Leute mit ihren Elektroautos ein bisschen besser in Szene setzen. Wenn ihr da jemanden habt, der ein skurriles Elektroauto fährt oder eine skurrile Geschichte hat, wie er überhaupt zu dem Elektroauto gekommen ist, dann hier damit bitte melden. Und dann gucken wir mal, ob wir da zusammen was hinkriegen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wenn ihr mögt, ich freue mich über ein Abo. Ich freue mich über eure Likes, ich freue mich über eure Kommentare, diskutiere, spreche gern mit euch, schreibt es hier unten rein. Ich beantworte das gerne. Eine schöne Zeit und auf bald.